Beim Zukunftskongress 2015 des Fraunhofer IAO ging es um die digitale Transformation. Über 100 Unternehmensvertreter waren der Einladung nach Stuttgart gefolgt und tauschten sich zu Fragen rund um die digitale Unternehmenstransformation aus. Professor Hans-Jörg Bullinger, früherer Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, zeichnete ein Bild von der Zukunft der digitalisierten Welt. Betont wurde die Notwendigkeit größerer Anstrengungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, den digitalen Wandel zu einer Erfolgsgeschichte für Deutschland zu machen. Darauf ging Wolfgang Beinhauer vom Fraunhofer IAO ein, indem er Methoden und Werkzeuge für systematisch betriebenen digitalen Wandel vorstellte. In eine vergnügliche, aber auch lehrreiche Satire verpackt, stellte Vicky Kjurger von HSE24 gemeinsam mit Wolfgang Beinhauer ihre Vision vom Handel 2030 szenisch auf der Bühne vor. Prominente Vertreter aus der Finanzwelt, unter anderem Peter Buschbeck der Hypo Vereinsbank, diskutierten die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Finanzbranche und die Rolle der aufkommenden Fintechs. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die IT-Sicherheit gelegt, an die der zunehmenden Vernetzung folgend neue Anforderungen gestellt werden. Mit den Digital Transformers schließlich stellte Fraunhofer IAO ein Instrumentarium vor, mit dem der digitale Strukturwandel systematisch betrieben werden kann. Erste Ergebnisse dieses Innovationszirkels werden beim nächsten Zukunftskongress vorgestellt.